Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Bowl 2 im Flossengenossen Todesturnier des Todes. Mein Gegner, die Bierhumpenträger, Destiny, ist heute hier bei mir. Sag Hallöchen. Hallo. Und ja, ihr seht, 1210er Zwerge gegen 1500er Breton. Ich drücke mal schon mal auf Starten. Hast du dich denn besonders vorbereitet? Ja, ich habe mich eine Woche lang intensiv vorbereitet, indem ich jeden Abend in den Schlaf mich geweint habe. Ich habe 90.000 Mark, aber die möchte ich nicht ausgeben. Weiter. Gib doch mal ein bisschen was aus, Mensch. Nö, ich spare noch. Brauche noch Bauern. Sparst noch. Oder? Also Morg hätte ich ja gerne, aber der ist so teuer. Ja. 220.000. Ich wüsste sofort, was ich an deiner Stelle davon kaufen würde. Grimm? Nein. Ich weiß auf jeden Fall, was ich mir hole. Richtig, genau das. Verdammt. Ich hab's ja extra nicht gesagt, weil, ne, geht ja hier um die Wurst. Oh, Wurst? Ja, sicher. Hast du nicht gehört? Der Sieger des Flossengenossen Todesturnier des Todes bekommt eine Fischbratwurst. Eine Fischbratwurst? Ja. Ein wundervolles Geschenk. Sehr, sehr. Ich habe schon mal eine gegessen. Das ist ganz schön eklig. Ja, gut. Jetzt bringt mir sowieso nichts mehr groß, noch Sachen zu machen. Wir bestätigen das einfach mal so. Bom, 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 bom. Vielleicht habe ich ja das große Glück, wie beim letzten Mal, weil ich eine Bestechung mir kaufen konnte, dass meine Bestechung einfach nicht zieht. Ja, das wäre so mein kleiner Traum jetzt. Meiner nicht. Meiner schon. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Das habe ich schon mitbekommen. Ich habe nicht so richtig viel Übung gegen Zwerge, ne? Das beunruhigt mich jetzt keineswegs. Das ist, Das ist sehr, sehr schade für dich. Ja, ein bisschen, aber... Naja. Aber ich habe wahrscheinlich genauso viel Übung. Oh Gott im Himmel. Jetzt regnet es noch. Aber ich glaube, das ist für mich besser als für dich. Also bisher hab's immer, wenn es geregnet hat, ich irgendwie bessere Aufhebquoten, als wenn es nicht geregnet hat. Okay, dann hoffe ich mal auf den Wetterwechsel. Warum denn? Ja, nur so, ach, da steht er. Da steht er, der Todesroller. Mein kleiner Ole. Ich hab ihn an der Brust großgezogen, ja. Den Ole. Das erklärt, wieso er niemanden totschlägt. Bisschen verweichlicht, der Gute, hä? So, was haben wir denn hier? Münzwurf, Action. Du suchst doch noch aus. Warum denn nicht? Na, weil ich nie aussuche. Das Gleiche hat Alessandra auch gesagt. Da müsste ich nochmal nachgucken, wer da ausgesucht hat. Ich habe ja schon zweimal gegen ihn gespielt. Einer von uns beiden lügt. Okay, ich darf verteidigen. Das ist, Und ich werde nicht der sein, der lügt. Darf verteidigen. Nee, ich meine Alessandra oder ich, einer von uns beiden lügt. Ja, ich weiß. Es kam gerade zu, du willst du nicht der sein, der lügt. Ach so, ja, auch. Wo bist du denn? Du bist da, du bist hier, ich bin da. Okay, dieser hier, dieser dort. Zwei im Sinn, das muss ich gar nicht so machen. Vorschlag, du lässt die rechte Seite komplett offen und lässt mich durchrennen. Das, jetzt wo ich so drüber nachdenke, das klingt gar nicht mal so gut. Stille Hoffnung, die den Bache heruntersiegt. Wenn ich... Wie mache ich denn das jetzt? So vielleicht. Wer ist denn, dass man das nicht sieht, ne? Das finde ich auch immer so ein bisschen so eine Sache. Da, Also man sieht ja in diesem Coach-View, sieht man immer schön, was die Leute für Skills haben. Aber man sieht die Verletzungen halt nicht. Dafür muss man die trotzdem anklicken. Echt? Ja, also ich habe ja einen, der eine Bewegung weniger hat und einen mit einer Rüstung weniger. Und da muss ich immer extra gucken, welcher denn da jetzt welcher ist. Ich meine, schön, dass ich den allen individuelle Gesichter gegeben habe, dass ich das erkenne, wer da wer ist. Aber die haben jetzt halt alle Hüte auf.
Ja, das hilft bei meinen Zwergen, gerade bei meinen Trollslayern ist das ja immer sehr hilfreich. Die erkennst du meistens sofort auf dem Platz. Ja. Da leuchtet so ein orangener Hahnenkamm, das kann nur ein Trollslayer sein. Ja gut, aber da musst du dann auch wieder gucken. Gibt es da unterschiedliche Gesichter? Es gibt zwei. Weil ich habe aber in dem Fall jetzt beide die gleichen genommen. Es gibt einmal diesen Hahnenkamm und dann gibt es noch so ein Dreieck auf dem Kopf quasi. Das lässt sich jetzt schwer nicht erklären. So schlau alles. Was bist du denn am Rumheulen? Ach, meine Aufstellung ist völlig Banane. Asymmetrisch. Symmetrie führt in Blood Bowl nicht zwangsläufig zum Sieg, sagte mal ein weiser Mann. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl, aber. So, wo ist er denn? Siehste? Wo ist er denn? Da ist er. Stehe ich nämlich blöde da. Du stellst dich mal bitte dahin. Ich stelle mich jetzt hier nirgends hin, ich bleibe hier sitzen. Boah, wenn du dich da nicht hinstellst, dann kann ich. Egal. Du, ich bin bereit. Er ist bereit. Auf das Bretonen jetzt Staub fressen. Ich könnte natürlich. Kann es aber auch lassen, ne? Weiteres klingt gut. So. Da hätte ich mich besser vorbereiten können. Aha, so. Mit einem langen Bart. Mutig. Ich wollte nur ein langen Bart noch zusätzlich in der Nähe des Balles haben, falls Dinge passieren mit Bretonen. Wieso sollten denn hier Dinge mit Bretonen passieren? Ich habe schon die schlimmsten Sachen erlebt. Beispielsweise Rattenogre, die durch mein armes Zwergenfeld wüten. Habe ich ja nicht, Rattenogre. Nein, ich meinte nur. Darf man ja als Bretone nicht. Das hättest du wahrscheinlich zwei dabei, wa? Ja, sichi. So ein Rattenogre für zwischendurch. Genau, wer braucht Bauern, wenn man Rattenogre hat? Rattenogre sind die neuen Bauern, das klingt gar nicht mal verkehrt. Die sind doch viel stärker, können den Flug selber ziehen, alles sowas. Aha. Das fand ich eine sehr, sehr interessante Skill-Entscheidung. Auf dem Ringen zu skillen. Ja. Aus Gründen. Ja. Also es ist, ich habe es jetzt bisher wenig gesehen und eigentlich ist es eher unüblich, wie ich das mitbekommen habe. Ja, also gerade, also ich skill entweder blocken oder ringen und wenn die schon blocken haben, dann. Abwehren. Verdammt! Du darfst nicht nachziehen. Weiß. Ey! Will nicht nachziehen. Na, das geht ja gut los, ey. Solange K.O. ist, ist das alles vollkommen in Ordnung. Nur ein K.O.er Bretone ist ein guter Bretone. Wahlweise ein toter Bretone, aber das will ich dir eigentlich nicht antun am heutigen Spieltag. Ah ja, solange es nur Bauern sind. Also, die Bauern sind halt wirklich. Die kosten 40.000, glaube ich. Und ich habe ja schon zwei Ersatzbauern. Die sind dafür da. Geboren, um zu sterben. Geboren, um zu sterben. Das ist eine sehr gute Einstellung. Dafür den Blitz opfern will er nicht. Will er eigentlich nicht. Gehst mal bitte dort. Schaust dir mal dort das Gras an. Deswegen nämlich, also bei Regen mit einem Zweigeschick-Langbart. Blitz it. Ach ja. Das ist mein verstärkter Zwerg. Nee, ist es nicht. Verdammt, wo ist mein verstärkter? Nein, der steht unten. Du stehst auf. Kann nicht einer davon... Doch, einer ist ja liegen geblieben. Ist alles gut.
So, und was mache ich jetzt? Komplette Meute nach hinten bewegen. Auf jeden. Ich mache einfach mit allen meinen Leuten meine Endzone zu, dann kannst du da nicht rein. So mache ich's. Das klingt verlockend. So. Über die Taktik solltest du dir echt mal Gedanken machen. Das ist ja gar keine schlechte Idee. Krass, ne? So. Du kannst dann eigentlich hier so mit hin. Nein, nein, mein Zwerg inspiziert dort gerade das Gras. Der Inspektor. Achso, das ist denn eigentlich Inspektor Fischslayer. Achso, da käme ich aber hin mit ihm. Nee, komme ich nicht, weil er im Weg steht. Mein Leben ist scheiße. Was? Dort würde gehen. Ja. So, das bringt mir auch gar nichts. Und jetzt könnte ich bum 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 schwuppdiwupp. Bringt mir auch nichts. Verdammt, das war nicht so klug. Ich fand das sehr KOLK. Ach so, warte mal, doch. Nein, vielleicht. Nee. Na gut, dann müssen wir halt erstmal so machen. Wie wär's denn, wenn wir uns nebenbei etwas über Haie unterhalten? Über Haie, ja. Lass doch mal über Haie reden. Die gute Nachricht ist, ich weiß tatsächlich ein bisschen was von Haien. Beziehungsweise. Die schlechte Nachricht ist was? Wusste das mal. Das ist die schlechte Nachricht. sehr, sehr lange her, meine haiwissenschaftliche Phase. Haiwissen, okay. Du kannst dahin. Mit sehr lange meinst du 2 Monate? 8 Jahre. Oha. Also ich habe mal im Sea Life in Berlin gearbeitet und da hatten wir halt auch Haie. Und jetzt geht meine Zugzeit leer. Das macht Sinn. Und da wusste ich eine Menge über Haie und jetzt nicht mehr. Und jetzt ist mein Zug vorbei. Und was habe ich geschafft? 2 Meter habe ich geschafft. 2 Meter sind meistens ungefähr ein Viertel der Laufreichweite meiner Zwerge. Richtig, richtig. Ich imitiere dich. Mir gefällt es nicht so gut, muss ich ehrlich sagen, dass du da meine Zwerge umringen tust. Was, wie? Verstehe ich gar nicht. Geh mal schlafen. Dort hinten. Du. Wieso habe ich eigentlich im letzten Zuge meinen Dampfkoloss nicht über irgendwas drüber walzen lassen? Wie, du hast doch mit dem angegriffen. Habe ich das? Ich bin so unsicher. Na, du, der erste Zug. Also der letzte, warte, der letzte Zug war der erste Zug. Und im ersten Zug hast du den armen kleinen Finn Brian genau so behandelt wie jetzt auch. finde ich schon gar nicht mehr. Weil nichts passiert ist. Lang ist's her. Oh, mach dir Muttermilch. Nee, aber Haie fühlen sich sehr, sehr gut an. Das klingt jetzt sehr, sehr falsch. Ja, jetzt wo du es sagst. Aber nein, diese raue Haut, die ist super. Also, das könnte ich stundenlang streicheln, so ein Hai. Auch das klingt wieder nicht so ganz, wie es sollte, aber... Du solltest wirklich an deiner Wortwahl arbeiten. Das könnte helfen, Situationen und falsch verstehende Sachen zu vermeiden. Ja, das stimmt. Übrigens, kleinere Haie, zum Beispiel der, wie heißt der, Katzenhai oder der Glapphai, die es in der Nordsee auch gibt, die haben gar keine Zähne. Okay. Die haben so Hornplatten. Wow, nein! Kannst du doch nicht machen! Scheiße, der... Och. Du musst den Coach ablenken, damit es zu mehr Verletzungen im gegnerischen Team führt. Wusstest du das denn nicht? Alter, der hat 5 von 6 SSP. Deswegen kommt er ja raus. Ja toll, ey. Tut mir wahnsinnig leid. Ich habe ihn extra nicht getötet. So, jetzt kriegst du. Jetzt schafft das auch noch. Ist da nicht zu fassen. Das ist mein Barry. Wenn auf einen Verlass ist, ja, dann ist es immer Barry. Er hat zwar frech bis jetzt jedes Spiel. Wie Oscar, ey. Er hat zwar bisher jetzt jedes Spiel gelegen, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Vielleicht ist er ein Langschläfer oder so.
Noch viel Schläfer. Auf jeden Fall lag er bis jetzt sehr, sehr viel. Okay, das ist so, das ist so. Das ist doch alles scheiße, was du hier machst. Ich kann so nicht arbeiten. Das ist meine Intention dabei, dass du damit nicht arbeiten kannst. Cut, cut. Wir fangen nochmal von vorne an. Mann. Du dich, das sind Dinge, mit denen du zurechtkommen musst. Ha! Jetzt sei ein artiges Finn und geh darüber. Hast du jetzt davon? Nur geschoben. Ich fand ja schon sehr, sehr amüsant, dass du dein komplettes Team mit Finns ausgestattet hast. Ja, was soll ich denn sonst machen? Gibt ja sonst keine guten Namen. Nein, aber das, ja, doch, ist das, halt das so. Hat schon fast einen Applaus verdient. Wenn du mich jetzt sehen könntest, ich habe meine Hände so 1 Millimeter übereinander zum Applaus geformt. Ach, wie schön. So. Ich bin halt ein ganz, ganz gutes Mensch. Das geht auch, das ist in Ordnung. Du musst halt leiden, das ist so eine Sache, wenn ich so und so, wer bist du? Okay. Du gehst erstmal dorthin. Oh, das Günge sogar. Wenn ich so... Nee, das gefällt mir nicht, wenn ich ehrlich bin. Gefällt mir auch nicht. Das ist alles scheiße. Wieso lässt du Finn Brian nicht einfach mal das auf den Dings draufhauen? Auf den Ole? Weil der Finn Brian 3 rote Würfel produzieren müsste und am Boden lag und deshalb blitzen müsste für einen 3 rote Würfel. Block. Ich finde übrigens das sehr nett, dass du den Guten darüber geschoben hast. Der steht da sehr, sehr gut. Das ist schön. Das war der Plan auch. Also ein bisschen nicht. Ich finde, der steht da super. Wir kommen jetzt natürlich auch wieder nicht lang. Ist alles mehr so mittel hier. Zack, zack, zack. Übrigens habe ich Rechnungen angestellt, wie das mit den Playoffs so ist, ne? Ja. Ich noch nicht. Wenn ich richtig gerechnet habe, muss ich dich besiegen und du musst das nächste Spiel auch noch verlieren, wenn ich überhaupt eine Chance auf die Playoffs haben will. Na dann. Verliere ich wohl lieber nicht. Das ist natürlich auch wieder behindert. Dann ist da wieder alles voll. Ach Mann, ey. Na, wer wird denn jetzt hier gleich ins Fluchen verfallen? Das doch, Mann. Sag mal, auch noch. Das ist sehr, sehr schön. Sag mal. Was denn hier los? Zug 2, ich hab schon einen K.O., einen verletzt. Zwerge gehen überhaupt nicht zu Boden. Guck dir die Scheibe an. Schafft trotz Regen auf Anhieb das Ball aufsammeln. Es ist schon jetzt zum Heulen. Das muss sich ändern, Leute. Der einzige Zwerg, den ich am Boden gekriegt habe, war mit Ringen. Was ist das für ein Witz? Und diese Fähigkeit ist auch das, was mir ziemlich Angst gemacht hat, muss ich dir sagen. Ja, also gegen Leute wie Zwerge kann man das gut machen. Ich hab's endlich geschafft, über die Mittellinie zu kommen, nachdem er den Ball irgendwo nach Timbuktu getreten hat. Na sichi. Nein, nicht blitzen, aus, Sitz. Das läuft doch wie am Schnürchen, ey. Zug 3 und du bist schon über der Hälfte. Krass. Du sollst hier bitte mal einfach nur aufstehen. Das wäre sehr, sehr gut. Und du gehst mal welcher Zwerg ist denn hier was? Ich muss mir erstmal wieder eine Übersicht verschaffen. Mach mal. Lass dir ruhig Zeit, ist ja nur... Ja, ich hab ja genug Zeit. Ist ja noch... Boah! Zeit, die hab's gebracht. Fast der halbe Zug noch übrig. Was? Verdammt! Na siehste, so wollen wir das doch mal haben, ja. Das war doch mal schön jetzt, Fandest du, ja. Fand ich. Das Blättlein wendet sich. Kann auch wieder nur schieben. Das ist nicht weiter tragisch. Ouchi.
dann machen wir den hier mal hier so. Hier so, da so, Lirum Larum? Ja, ich habe schon gemerkt, dass das so eine deiner Lieblingsaussagen ist, die du so triffst. Richtig, richtig. Ist ja auch wichtig. Muss man mal erwähnen, immer auch. Rums, die Rums. Das gefällt mir jetzt sehr, sehr gut. Dios mio, ey. Da stehen. Zack. Legst dich da hin. Auch das sind Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Gehst bitte mal dorthin. Sagst mal dem netten Finter la Chandre guten Tag. Chanson. Entschuldigung, ich habe das mit dem Xing Shang Shong verwechselt. Ich jetzt gerade etwas. Bitte verzeihe mir, ich bin des Französischen nicht allzu mächtig. Drei Baritonen mit einem Kontrabass. Bass. Ey, du Zwerg! Oh, das gibt's doch nicht. Lächerlich ist das. Lächerlich. Und niedergerungen. Lächerlich. Er ist doch nur gelähmt. Jetzt bleibt lächerlich. Der minimale Stunt. Gehst mal bitte noch dort hinüber und dann ist mein Zug auch schon beendet und du darfst gerne Sachen machen, die es dir beliebt, außer den Ball nehmen und lächerlich. Abstauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aha. Das ist nicht das, was ich unter meinem Lieblingsplan verstehe. Du hast Lieblingspläne, die du abtust. Tja. Du stehst. Oh, das ist natürlich gar nicht so verkehrt. In der so, da so, Lirum Larum, ist das hier? Ja, ist es auch. Scheiße. Eventuell mal. Ja, so sieht das schon wesentlich attraktiver aus. Wenn ich so und so, dann ist auch nicht gut. Wenn ich so, der ist schlecht. Ich weiß nicht, was daran schlecht sein soll. Ich finde das alles sehr, sehr gut, wie es steht. Ich finde es schade, dass noch so viele deiner Bretonen auf dem Spielfeld sich befinden. So, jetzt ist schon wieder eine Minute rum und ich habe noch gar nichts gemacht, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was. Darf ich dir einen Tipp geben? Nein. Tu es trotzdem. Ich will diesen Schweinkram nicht hören. Aha. So mal. Tipp doch mal unten rechts in der Ecke auf dieses. Ach, come on, ey. Lächerlich. Ich höre leichte Aggressionen. Möchtest du reden? Na, also. Lege dich dorthin und stehe nie wieder auf, Herz. Zack. Siehst du? Na gut, nie wieder eine Runde halt. Nie wieder in der nächsten Runde. Du stehst nie wieder in der nächsten Runde auf. So sieht es nämlich schon mal aus. Oh, das ist mir zu weit weg. So vielleicht. Ihr habt doch zwei Bestechlereien, ne? Da vielleicht. Ja. Oh, das gefällt mir gut. Bleib doch da bitte stehen. Nein, du willst gar nicht den Ballträger. Das doch, ist doch. Cool. Aber. Keine Katzen in Amerika. Wie mache ich das jetzt? Absoluter Geheimtrick, wie immer, am besten gar nicht. Siehst du? Es ist jetzt nicht so Optimum gelaufen. Geh sauben. Wir folgen einfach mal. Weil zwei Zwerge an einem Breton ist immer noch besser als kein Zwerg an einem Breton. Ich glaube, wir haben da verschiedene Lexika gelesen. Oh Gott im Himmel. Weißt du, wo sich ein Breton immer besonders gut macht? An der Außen. Atz. Da liegt er da und freut sich, dass er liegt. Das stimmt überhaupt nicht. Das habe ich aber gelesen in meinem Lexika. Siehste? Es sind immer die Sieger, die Geschichte schreiben. Mal gucken. Das stimmt leider wirklich. Und das ist eigentlich ein trauriger Fakt, weil man gerne auch mal die andere Seite vielleicht kennen würde. Ja.
Andererseits, was will man von Verlierern lernen, wa? Aua? Oh, so ein bisschen Aua nur. Minimales Alles Aua gut. Leider. Ganz minimales Aua. Weißt du, dass der da ganz, ganz ungünstig steht? Ja, jetzt liegt er ganz, ganz ungünstig. Alter. Jungfinn ist gelähmt. Diot mio. Du gehst mal bitte dorthin. Ach du grüne Neune. Komm jetzt nicht allzu weit vorgezogen, diese Runde. Leider, leider, leider. Okidoki. Ich bräuchte mal so langsam einen guten Trick da irgendwie. Du so hier. Saubi Bobby. Da, weil auf der anderen Seite wäre jetzt etwas doof. Quatsch. Du machst das, wäre das super hier. Prima gewesen. Och Mann, ey. Schiebst den mal da neben den Todesroller. Oh, ist okay, ist okay. Bin ich zufrieden mit dem Zug? Ich kann jetzt eh nichts mehr machen. Also von daher denke ich ja. Ich denke ja. Ich denke, das kann man so lassen. Ich würde den durchaus auch als erfolgreich bezeichnen, den Zug. Für mich oder ja, für dich natürlich. Auf dich? Für dich natürlich, weil guck sie dir an, wie sie alle rumliegen, die Würste. Ich habe da auch einen liegenden Zwerg. Oh. Der aber sogar liegend seinen Job ganz gut erfüllt. Mhm. Ach, come on. Nicht mal. Nichts, gar nichts. Es ist. Alles so eine Sache. So, aber wenn ich das mache, würde das gehen, aber dann geht das wieder nicht. Wenn du da. Nee. Zwei im Sinn. Hast du die 23 mit einberechnet? Ach so, das bringt auch wieder nichts. Nee, die kommt erst später. Aber dann stellst du ja die Formel komplett um. Ja, sicher. Das muss ich dann unterm Strich muss ich die dann abziehen hinterher. Bist du? Nein. Du bist. Ja, super, ey. Ich wollte dir eigentlich sagen, es ist 42. Das als ist Optimallösung. Ja, warum? Ach so, ja. Scheiße. Steh mal drauf. Komm. Zwerge an einem Spielfeldrand werden als Breton nicht anerkannt. Say what? Say what? Ja, ich habe manchmal leichte Anwandlungen von schlechtem Gesang. Sehr, sehr gut. Das ist schon mal primi. So, das bringt genau. Und deswegen muss ich jetzt so... Primi, die Mehrzahl von prima? Ja. Plural des prima? Sozusagen. Nee, in der Welt des natürlich nicht. So, und dann kann ich... Bringt mir das was? Mehr so Mittel, ne? So, und so. Sehr, sehr supi. Supi! Was ich an Trollslayern nicht ganz so leiden kann, ist, dass sie etwas weich in der Rüstung sind. Ja, und in der Birne. Was? Wer hat das gesagt? Ich vermute du und ich habe Beweismaterial. Say what? Du denkst dir Sachen aus, habe ich gehört. Hast du so, bitte meinen Kristallsteinbrecher so. Der hat immerhin erhöhte Rüstungswerte. Ich wollte gerade sagen, der hat 10 Rüstungen, als ob da Sachen passieren. Und jetzt, das ist alles scheiße. Oh, do it. Schafft es sogar! Kick, Jung? Schafft es sogar! Wofür hast du Kick, mein Jung? Sehr, sehr nice. Wieso sag ich denn immer Kick? Es ist weiß ich keine nicht. Ahnung. Weil ich da einen Fuß drauf sehe. Kleines Füßchen. Seit der Diskussion mit Alessandra sage ich ständig Kick dazu. Tja, naja, dann ist das jetzt der neue Kick. Tackle ist der neue Kick. So, du möchtest bitte hier hingehen, das habe ich gehört. Haben mir schlaue Weise Werke der Ältesten erzählt. Aha, lässt sich also heimlich beraten, ja? Ja, ich verstehe das. Von großen Zwergenkennern. Ach so, ich dachte von der Avon-Beraterin. Auch das.
Warum hat der denn schon wieder? Das verstehe ich nicht. Ach so. Weil der da steht. Ja, da habe ich Leute verwechselt. Alles gut. Wie viel Stärke hat der nochmal? 7. Das ist echt ein Ding, ey. Da ist ein ganz... Ich glaube sogar, dass von den Grundstats ist es der stärkste Charakter, oder? Mit 7. Ja, ja, mit Abstand. Der nächste, der kommt, war doch, glaube ich, der der Troll der Orks. Die anderen normalen Big Guys haben alle 5 Stärke. Die einzigen, die da noch mitkommen, sind die ganzen Starspieler, die großen. Die haben meistens 6. Und der Baum. Der Baum hat auch 6. Verzeihung, nicht, dass jetzt hier Leute sagen, Finn, du lügst voll. Der Baum hat 6 Stärke noch. Ein bisschen zu riskant. Ach Quatsch, finde ich, mach doch. Ist doch geil. Natürlich nee. Besser. Nee. Oh, komm. Das ist schick. Oh, vor allem, wenn es da jetzt mal was Schönes gratis da drauf gibt. Oh, schade, nur eine Lähmung. Es ist leider nur eine Lähmung. Alter Lachs. Da ging dir jetzt ganz schöner Kackstift, habe ich gehört. Bisschen, ne? Ah, schon fast eklig aus. Malt schon. Malt. Das zum Morgenkaffee. Ja. Oh, renn doch einfach. So. Meine Güte. Jetzt blitzt er ihn trotzdem. Wie frech ist das denn? Natürlich. Na sicher. Blitzen muss man mal machen. Geht noch zu Boden, klar. Bleibst da mal schön stehen. Du stehst da echt nicht schlecht. Dann wollen wir hier Zwerge nachholen. Du bist sowieso ein Reisender, also nicht loyal genug fürs Team. Und du stellst dich mal hier mit ran. Ups, jetzt ist doch der Zug glatt vorbei. Ich wollte doch noch so viele Sachen machen. Oh, 1, 2, 3... Wie wär's denn, wenn du damit beginnst, Sachen aufzuheben? Mit Sachen meine ich in diesem Falle Bretonen. Übrigens noch viel zu zahlreich auf dem Spielfeld umherirren. Oh, wenn ich das... Das ist auch scheiße alles. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Rattenmenschen zurück. In dem es nur noch 3 Rattenmenschen auf dem Feld gab, nachdem meine Zwerge gewütet hatten. War eine sehr, sehr schöne Zeit. Kannst du wenigstens mal aufstehen? Du kannst ja mal gar nichts, mein Freund. Wenn ich das... muss ich auch wieder blitzen für, wenn ich so mal... ungeil. Bitte, du probierst doch. Allerdings, wer nicht wagt, der nicht mal. Gewinnt. Auch nicht. Scheiße. Alles scheiße. Kannst du einfach mal aufstehen? Das finde ich die beste Option. Ach so, warte mal. So. Nee. Das ist doch nicht dein Ernst, dass du sowas versuchen möchtest. Das sind ja linke Methoden. Ach, come on! Und du schiebst schon wieder so fleißig. So, jetzt aber. Ach, scheiße. Och. Ja. Ich habe nichts weiter dazu gesagt. Ich habe deinen Plan, deinen ursprünglichen Plan wieder erkannt. Fuck it. Der ging ein wenig in die Hose. Und jetzt ist schon gerollt. Oh, Mann, ey. Muss. Ach, come on. Schöner Tackle. Du. Was haben wir denn hier? Du stehst erstmal auf und gehst dorthin.
muss ehrlich sein, es ist mir noch etwas früh, um diesen Zug, um zu beenden. Meine Zwerge wollen lieber noch etwas Spaß mit dir auf dem Spielfeld haben. Ich verstehe das leider. Ja, das ist schick. Du kannst mal bitte dorthin gehen. Du stellst dich mal dort herhin. Nein, so nicht. Nein, auch so nicht. Da, dort, hier schlagen. Schafft's einfach, ne? Macht einfach 4 plus ausweichen. Warum denn nicht? Also, kann man mal machen als Zwerg. Och, come on. Das sah schmerzhaft aus. Ist das etwas. Es ist wenigstens nichts langfristiges. Ja, verpasst das nächste Match das gleiche. Ach du Scheiße, ja. Danke dir, dass du meinem Trollslayer noch zu ein paar SSP verhilfst. Du. Du. Ja, das ist alles nicht so schwach und das Gelbe vom Ei. Der hier hat 2. Da können wir doch mal hier so. Neben den Todesroller. Hier so. Dahin. Nicht zu fassen, ey. Karma is a bitch. Manchmal wünschte man sich, ja, es ist dass ja, Dinge anders laufen würden. Ah, du würfelst deine Blocks so, wie ich gegen Fischi meine Blocks gewürfelt habe. Einfach immer alle auf dem Boden, alle verletzen. Mare. Fischi hatte leider auch wenig Schnitte. Das kriege ich jetzt alles Zwerge. So wieder, wie ich das gegen Fischi gespielt habe. Wenn man 50% ausweichen, dann hauen wir lieber drauf. Bravisa. Oh. Lächerlich. So. Lächerlich. Die Bretonen sind gut auf dem Feld verteilt. Es gibt dem ganzen Spiel die richtige Würze. Außerdem, oh, wenn ich jetzt schon den Touchdown gemacht hätte, ja, du darfst ja nicht vergessen, dann ist mein Todesroller ja schon um eine Bestellung ärmer. Und ich habe ja nur 2 davon. Da muss man mit fälschen und handeln. Das kann man nicht einfach leichtsinnig da wegschmeißen. Ach, come on! Biebung, Fury! Müssen Biebung. Doch mal Zwerge zu Boden gehen. Du vergisst ein wichtiges Detail. Zwerge sind körpergrößentechnisch gesehen schon ziemlich weit am Boden. Ja, umso leichter ist es doch. Das heißt, der Körperschwerpunkt liegt sehr tief. Und nur Dinge, wo hoher Schwerpunkt ist, wie bei Bretonen, weil die ja was in der Rübe haben. Wisst ihr? Da kann es dann passieren, dass die kurz mal aus den Latschen kippen. Weil Kopf zu schwer, um. Ich frage mich, warum du dich nicht an den Ballträger wagst. Komm ich doch eh nicht hin. So ihn da. Och Mann. Das ist zum Heulen, ey. Warum? Übrigens ach, darum. Hatte mein lieber Herr Steinbrecher auch mit seinen 10 Rüstung schon mal einen Rüstungsbruch. Also, jetzt. War nur eine Lähmung, aber ich war böse irritiert, dass da ein Rüstungsbruch kam. Ja, ist so. Also deswegen mache ich meistens auch, wenn ich 9 Rüstungsspieler habe und Rüstung würfel, skill ich die meistens nicht. Weil wenn Leute eine 10 würfeln, schaffen sie auch eine 11. So meine Meinung. Wenn Leute eine 11 schaffen, schaffen sie auch eine 12, dieser Logik nach. Genau. Ihr bleibt da mal schön unten. Das ist ein Bauer. Oha. Da hat er jetzt aber ganz schön Glück, dass ich ihn durch die Gegend schieb. Du nimmst both down.
Ach, du hast Dings. Nee, dann ringe ich das. Hä? Hast du, ist dir im Nachhinein aufgefallen, warum ich es genommen habe? Du hast schweres Gerät gar nicht benutzt, kann das sein? Konnte es nicht benutzen. Warum auch immer. Ach so, beim Blitz nur. Ach shit, ah, dann hätte ich nicht ringen sollen, verdammt. Du machst nur beim Blitz aus dem Both Down das Schieben. Ja. Ah, ich hätte nicht ringen sollen, das war dumm. Dann wäre dein Zug vorbei gewesen und das hätte mir sehr, sehr gut getan. Ich wollte dir aber jetzt nicht zu viel verraten. Du musst ja selber und eigenständig dieses Spiel auch noch mehr verinnerlichen. Ja, ja, sicher. Also schweres Gerät ist auch ein Skill, den ich noch nicht so oft gesehen habe. Wirklich und nicht? Nee, also weil ich habe auch noch nicht so viel gespielt. Und worauf ich hinaus will ist, ich war jetzt irgendwie aus irgendeiner Dummheit, war ich der Meinung, wenn ich nicht ringe, benutzt du schweres Gerät und dann... Oh, scheiße, das wäre meine Chance gewesen, ey. Die habe ich erkannt und vereilt. Das wäre meine Chance gewesen, so. Da ringe ich jetzt aber. Hätte auch ringen können, durchaus. Ja, aber auf deiner Seite hätte es ja in dem Moment jetzt keinen Sinn gemacht, weil ja, ich wäre down gegangen, du nicht. Doch nochmal das Fähnchen da genauer an. Ja, nein, vielleicht? Er steht da ganz gut. Wir bleiben hier mit Zwergen. Willst du unbedingt in die am meisten gelaufen Statistik mit rein vorne, ja? Ja, was denkst du, wie ich da reingekommen bin? Ich stehe doch da schon mit drin auf Platz 3 oder so. Okay. Ich kann mich noch an ein Video vom guten Finn erinnern, wo hast er sagte, was machen die Zwerge nicht bei meist gelaufen? Dass da irgendwas jetzt verkehrt ist. Jetzt weiß ich, wo es herkommt, ja. Aber wenn ich so... Warte mal, muss ich jetzt einmal... Ich fand es auch sehr amüsant, wie du sagtest, dass es ungewöhnlich ist, dass Zwerge Pässe werfen. Ich finde das nicht so ungewöhnlich. Wenn du den Zwerg wirfst, der den Ball hat, zählt das auch als Pass. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha, unangenehm. Aber das könnte auch. Ups. Ha, steh mal auf. Nee, bleib liegen. Stimme Pate, dass auf. Es da keinen Reroll für gibt. Stimme auf. Nicht, dass du das würfeln müsstest, das aufstehen. So, das ist natürlich auch sehr, sehr behindert, wie der da jetzt steht. tja. Du kannst mal einfach hier so hinterher rennen. Bauern halt, ne? Die tümpeln immer irgendwo hinterher. Weißt du, was mir gerade so auffällt? Was fällt denn dir auf? Dass ich vergessen habe, meinen Greenscreen passend zu hängen. Oh, weißt du, was ich machen kann? Ich kann Sachen machen. Mache ich auch. Dorthin. Bleiben. Ach, dann ist immer mein Blitz weg. Aber ist egal. Ja. Das ist egal jetzt. Du brauchst keine Blitzes. So. Blitzes. So lebt denn wohl, Crystal Steinbrecher. Nein. Tschüssli, Müsli. Aus der Reine. Nein. Mach dir besser gut. Zack. Nein! Weißt du, was das Schöne am Surfen ist? Man muss nicht auf die Rüstung würfeln. Keine langfristigen Auswahl. Interessiert mich nicht. So. Das ist hart im Nehmen. Hart im Nehmen ist er da. Scheibenkleister. Das ist ein ganz hart gesottener, weißt du? Ich muss das machen. Oh, puh. So. Und so. Ah, hätte ich vielleicht noch anders machen wollen. Verdammt. Liege er doch aufs Gesicht. Und jetzt ist natürlich Kacke Arsch. Na egal. Das sind jetzt Situationen, die ich nicht sehen wollte vorweg.
Überraschung! Lasse er das. Ich habe immer noch lustige Sachen in der Hinterhand. Und du hast keinen Reroll. Und schaffst trotzdem. Naja, gut. Naja, gut. Erstmal schön den Humpen heben. Prösterchen. Prösterchen. So, gut. Aber das ist nicht so schlecht. War deine Halbzeit, ne? Das heißt, ja. Das ist gut. Ja, nächste Runde darfst du Sachen beginnen. Ja, nee, das bedeutet aber, dass du jetzt einmal eine Bestechung würfeln musst und dann zur Halbzeit noch eine, dann sind die beide weg. Wer sagt denn, dass ich jetzt deine Bestechung würfeln muss? Na, wenn du keine würfelst, fliegt er raus. Das weiß ich. Vielleicht brauche ich ihn aber für dich auch nicht. Oh, das hat er nicht gesagt. Was hat er wirklich nicht gesagt? Na, würfelst du? Oder... Hä? Hast du jetzt wirklich keine Bestechung für den benutzt? Ich habe das die Anzeige gehabt, aber beim Draufklicken ging es nicht. Ach. Jetzt bittere Geschichten. Gut, dann muss ich mit den Bestechungen halt Fouls würfeln. Ja. Das ist dann jetzt die zweite Alternative. Aber natürlich eine überraschende, gute Geschichte jetzt hier gerade. Für dich ja, das macht mir ja ein wenig Sorgen. Das ist in der Tat für mich richtig, richtig gut gerade. So, du hast so aufgestellt. Das bedeutet, du stellst dich dorthin. Ich habe noch gar nichts aufgestellt. Na klar, dein Gegner stellt, der Verteidiger stellt immer als erstes auf. Ich weiß. Was sitzt du denn für Sachen hier? Will dich doch nur verwirren, das nennt man psychologische Kriegsführung. So, ich merke das schon. Ach, du willst jetzt den letzten Spielzug nochmal richtig aufs Gesicht geben, sag das doch. Na, was soll ich denn sonst machen? Ist ja nicht so, als würde ich noch einen Touchdown schaffen hier. Ach so, warte mal. Wo ist denn... Ja, siehst du, ist nämlich... So. So vielleicht. Genau so. Tritt mal den Ball. Oh, come on. Wo geht der denn hin, der Ball? Bei dir hinten in die Ecke? Wie soll denn das gehen? Ja, geht, glaube ich, ins Aus. Das wird ein Touchback. Ja, aber so weit weg? Also, ja, keine Überraschung jetzt mit dem Bonuszug. Mach das wieder aus hier. Oh, come on. Fat Finn? Fat Finn. Düdel, 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 düdel. Weißt du, was ich da direkt im Kopf dazu hatte? So einen kleinen Gnom oder Zwerg, der mit einer Tuba hinter dem Typen hinterherrennt, wenn er läuft. Aha, okay. Fat Finn. Gieß mal bitte dorthin. Du gehst mal bitte dahin. Bei dich brauche ich lebend. Und du? Was tust du? Ich mag Bonuszüge. Touchback! Hab ich doch gesagt. So. Ja. Pass auf. Jetzt der Sprintversuch von der Mittellinie in die... Ach, Quatsch. Ich bin doch kein Clown. Folge bitte. So. Und jetzt machen wir als erstes. Nein, warum denn? Ach, weil ich dumm bin. Oh. Es regnet doch, wie gefährlich das war. So
gemacht. Ja, dem Himmel. War das vielleicht so. Gar nicht so die beste Idee? Nee, war überhaupt nicht die beste Idee. Habe ich den, würde ich, das wäre so. Die Anzahl der sich nicht auf dem Spielfeld befindlichen Bretonen gefällt mir sehr, sehr gut. Geh mal dort und so und bleibe. Es lohnt sich aber auch nicht, ne? Wo würdest du eigentlich so Bretonen einordnen von der Konstellation her? Weil ein richtiges Basher-Team sind Bretonen ja auch nicht. Nee, das ist auch schwierig, finde ich, mit den Bretonen. Also das, ja. Die, also viele sehen die auch als verhältnismäßig schwach an. Die sind auch, ja, also es ist, wirklich eine schwierige Sache, weil die Bretonen können verhältnismäßig schlecht skillen, sage ich mal, ne? Die einzigen, die stärker skillen können, sind die Blocker. Und die Blitzer haben halt nur allgemein und das andere, passen. Geschicklich. Ach, passen. Und mit drei Geschick ist das halt immer so eine Sache, ne? Jetzt ist die Frage. Nee, das geht mal gar nicht. Obwohl, ich könnte natürlich noch. Und dann, nee, aber nicht mit, nee, nicht mit Finn Reigns, das kannst du mal vergessen. Geblitzt habe ich schon dummerweise, ja, da haben mich meine eigenen Pläne überholt, ab zur Halbzeit.